Herr Hellmeier, Krisenherde wirtschaftlich überall auf der Welt, Europa, USA, China. Was meinen Sie, wie geht das Spiel aus? Das kann Ihnen heute keiner genau sagen. Es gibt aber Wahrscheinlichkeiten, wie die nächsten Entwicklungen aussehen werden. Ich kann nur eins sagen, dass der Machtapparat der Achse Peking, Moskau, Brasilia, Neu-Delhi unterschätzt wird in der westlichen Welt. Dass wir zu sehr fokussiert sind auf die Machtachse Washington, London. Die Emanzipation dieser aufstrebenden Länder nimmt dynamische Formen an mit Institutionen wie AIB, New Development Bank oder auch dem Zahlungssystem CIPS in Konkurrenz zum SWIFT-System des Westens, weil der Westen eben auch seine Machtinstitutionen missbraucht für geopolitische Machtkonservierung. Und das, was wir heute aktuell gesehen haben, nämlich die zweite währungstechnische Anpassung in China, ist nicht anders zu verstehen, als dass man damit deutlich macht, dass der Missbrauch der Macht aus dem Finanzzentrum New York, London, Washington so nicht weiter toleriert wird. Wir haben eine Situation, ich habe das als Fragestellung in unseren Reports gebracht, wo man die aufstrebenden Länder dramatisch unter Druck gebracht hat. Einmal über die Aufwertung des US-Dollars, über die Diskussion der anstehenden Zinswende und über eine in meinen Augen Beeinflussung der Rohstoffpreise an den globalen Märkten, die zum Teil auf dramatisch niedrigen Niveaus sich bewegen derzeit und wo auch bei einigen Rohstoffen das mit der Angebots-Nachfrage-Situation überhaupt nicht zusammenhängt. Und für mich ist eben die aktuelle Situation an den Währungsmärkten, ausgehend von China, Ausdruck dafür, dass man sagt, wenn ihr uns Schmerzen zufügt, werden wir das auch mit euch tun. Und das geht zugunsten dieser neuen Machtachse aus. Da bin ich fest überzeugt, wir haben dort die Kraft, wir haben 56% der Weltwirtschaft, Basis Ende 2014, Berechnung des IWF. Man hat dort 85% der Weltbevölkerung, 70% der Weltdevisenreserven. Und diese Verschiebung der Machtachse, die hat finanzökonomisch stattgefunden und sie wird sich politisch mittelfristig auch durchsetzen. Ganz kurz, Sie haben ja eben die Zinswende angesprochen. Glauben Sie in den USA daran? Und wenn das kommt, was passiert denn dann? Also ich habe, seitdem es diese Spekulationen gibt, immer gesagt, dass die USA oder die US-Wirtschaft strukturell für diese Zinswende überhaupt nicht vorbereitet ist. Und ich will es noch einmal deutlich machen. In den USA sind seit 2008 keine Strukturreform gemacht worden, im Gegensatz zu der Eurozone. Anders ausgedrückt, die US-Wirtschaft ist eine kreditgetriebene Wirtschaft, während die europäische Wirtschaft nach der Anpassung, schmerzhaft durch die Strukturreform, eine einkommensgetriebene Ökonomie ist. Die einkommensgetriebene ist nachhaltig. Bei der kreditgetriebenen, die nicht auf Einkommen basiert, komme ich früher oder später an die Grenze der Bonität und dann muss ich genau das machen, was jetzt stattfindet. Ich muss die Kreditstandards nach unten nehmen. Das haben wir am Automobilsektor. Das sehen wir derzeit auch wieder am Hypothekensektor. Das sehen wir bei den Credit Scores. Wir sind wieder auf dem Niveau von 2007. Mit anderen Worten, in der jetzigen Phase wird in der kreditgetriebenen Ökonomie USA eine Zinswende, eine nachhaltige, negative, makroökonomische, konjunkturelle Wirkung entfalten. Und das steht doch gar nicht auf der Pflicht, gehört gar nicht zu den Pflichtaufgaben der Fed. Die sollen doch für Wachstum sorgen. Insofern sage ich, wenn marginales Zinswändchen, maximal 0,5%, um dann wieder zurückzurudern. Das wäre übrigens ein hoher Ansehensverlust. Und ich kaufe diese Story nicht. Wir haben im Jahresausblick Ende letzten Jahres für dieses Jahr gesagt, wir reden im vierten Quartal über QE4, quantitative Maßnahmen 4. Und ich habe mich gestern sehr gefreut, dass die ersten ernstzunehmenden Ökonomen in den USA dieses Thema aufgenommen haben. Und da sehen Sie, und das mache ich, das ist etwas Spaß, da sehen Sie, wo gute Analyse liegt, offensichtlich in Bremen. Ach. Mit welcher Strategie können denn jetzt Anleger sich sowohl sicher platzieren, aber auch Chancen nutzen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Bewegung, die wir jetzt an den Aktienmärkten haben, heute DAX unter 11.000, dass sich aus dieser Bewegung Opportunitäten ergeben. Und zwar für deutsche, europäische Aktien. Warum deutsche, europäische Aktien? Wir haben jetzt Kursgewinnverhältnisse, die liegen in der Größenordnung von 11, 12. Das historische Mittel ist 14. Unsere Unternehmen sind konservativ in Europa gemanagt, nicht US-GAAP-Bilanzierungsstandard. Vor dem Hintergrund in diese Schwäche europäische Aktien, die nachhaltige Geschäftsmodelle haben, da reden wir von Chemie, da reden wir von Medizin, erwerben, das halte ich für sinnvoll, die zahlen gute Dividendenrenditen, die Welt dreht sich weiter, solche Unternehmen haben Weltkriege, haben alles Mögliche, Hyperinflation, Währungsschnitte.
Das heißt, das halte ich für angemessen. US-Aktien sind mir zu teuer, da haben wir Kursgewinnverhältnisse 19 bis 20. Enttäuschende Berichtssaison jetzt auch gesehen, also davon die Finger weg. Zinstitel sind für mich hier nicht attraktiv, losgelöst von den Schwankungen, die zum Teil sehr markant sind, sondern wenn, kommt ein weiteres Asset in den Mittelpunkt, das Gold. Und wir haben meines Erachtens die Bodenbildung im Edelmetallsektor hinter uns. Heute Kurse deutlich über 1100 im Gold und auch Silber wieder über 15 Dollar. Eine Allokation also in Edelmetallen halte ich nach wie vor auf dem aktuellen Niveau für absolut vertretbar. Vielen Dank, Herr Neumann. Gerne.